Hallo und herzlich willkommen zurück zu F1 22, mein Teamkarriere hier auf dem Pixel-Kanal mit mir, dem Ray. Der große Preis von Ungarn steht als nächstes an, aber ihr seht schon, wir müssen erstmal im Teammanagement ein bisschen was machen. Zum Beispiel die Vertragserneuerung mit Felipe Drugovic oder vielleicht sogar beim Fahrermarkt jemand anderes finden. Ich gucke ganz kurz mal beim Fahrermarkt, nicht, dass ich jetzt unbedingt ihn direkt tauschen möchte, auch wenn er ein paar Aktionen gerissen hat, die echt nicht cool waren. Aber ich schiebe das jetzt einfach allgemein auf die strunzdumme KI in dem Titel. Ja, wir gehen ganz kurz mal zum Fahrermarkt und zwar wollen wir ja vielleicht in naher Zukunft uns Nico Hülkenberg holen, der ja jetzt wieder in der echten Formel 1 einen Sitz bekommen hat, nämlich bei Haas, weil ja Mick Schumacher seinen Sitz wiederum verloren hat. Aber wir sind hier in einer alternativen Realität und deswegen müssen wir mal gucken, was wir machen. Ja, 4 Millionen, klar, die können wir uns nicht leisten, aber der hat ja auch, glaube ich, andere... ups, was habe ich jetzt gemacht? War das richtig? Ja, ist egal. Der hat ja auch andere Bedingungen, glaube ich, noch neben dem Geld. Also was will er denn haben? Teamanerkennung will er 7 haben und wir haben 12. Okay, also das ist kein Problem. Das kriegen wir hin. Wir brauchen einfach nur das Geld. Okay, okay. I see. Das heißt, das machen wir dann zu Ende der Saison. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall wissen, dass wir 4 Millionen extra brauchen am Ende. Ja, dann gehen wir. Oder können wir jetzt auch direkt wieder hier zurück? Ja, können wir auch. Okay, dann verhandeln wir mal mit ihm hier. Ja, in der Vergangenheit war es ja immer so, wenn man ihm ein bisschen mehr anbietet, also beim niedrigen Risiko, dann kriegt er vielleicht einen zusätzlichen Fahrerboni. Im Prinzip brauchen wir es nicht, weil wir eigentlich eh davon ausgehen, dass wir ihn nicht behalten werden. Und dementsprechend würde ich jetzt einfach sagen, wir... Ja, wobei diese 100... Wobei, die könnten am Ende das Zündlein an der Waage sein. Wir machen einfach mittleres Risiko, also das passt schon. Wunderbar. Wunderbar, dann haben wir das doch schon mal auch erledigt. Und ja, dann gehen wir direkt zu den Aktivitäten. Da haben wir ein bisschen was zu tun, beziehungsweise ein bisschen Zeit, was zu managen. Okay, also die Sachen machen wir auf jeden Fall mal, was das Team betrifft. Das machen wir nicht. Dann haben wir, das geht 4 Tage. Gut, wir können alle 3 machen, sehe ich gerade. Dann wäre es aber sinnvoller, glaube ich. Mhm. Okay, Entschuldigung. Dann machen wir das anders. Dann fangen wir erstmal mit dem an, was auch negativ bringt. Dann versuchen wir das direkt auszugleichen. Und dann machen wir den ganzen anderen Spaß. So. Perfekt. Wunderbar. Dann gehen wir mal ganz kurz zu den Entwicklungen. Ich bin gerade selber nicht mehr sicher, welche durchgegangen sind und welche nicht, weil ich glaube, immer wenn man nämlich vom Wochenende zurückkehrt, vom letzten, gehen manche Entwicklungen, sind dann schon manchmal, aber ich glaube, wir haben jetzt hier diesmal tatsächlich nichts Neues bekommen. Ah, doch hier, bei der Strapazierfähigkeit. Ja, und ihr seht gerade, wir sind sogar wieder auf den vorletzten Platz. Es ist krass, oder? Also, um das euch kurz nochmal zu zeigen, ne? Ich habe ja extra eingestellt, dieses Mal, damit wir gar nicht in diese Bredouille kommen, wie in unserer ersten Saison, dass das ja bei der KI reduziert ist. Und trotzdem... Ja, weil wir Standard sind und so, haben wir keine Chance, irgendwie nach vorne zu kommen. Es ist echt krass. Wir bleiben da irgendwie auf dem Punkt. Ich bin da echt... Vielleicht liegt es am Teamkollege, weil der zu wenig Punkte einfährt. Oder aber auch, weil halt natürlich zuletzt fast jede Entwicklung wieder schief gegangen ist. Das kann natürlich auch sein, ne? Das steht natürlich auch außer Frage. So, wir gucken ganz kurz mal, wie es denn ist. Hier können wir eigentlich nichts kaufen. Das können wir machen. Aber ich würde eher bei den Sachen erstmal entwickeln. Bauzeit hier, Qualitätskontrolle hier. Ja, glaube, ich spare mir das Geld erstmal. Und gucke hier, was wir entwickeln können. Beziehungsweise wir haben aktuell Luftwiderstand, haben wir, Chassis haben wir, okay. Ich gucke nochmal kurz Aero. War da noch was Zweites anstoßen? Könnten wir eigentlich machen. Würde allerdings erst nach Ungarn fertig werden. Ja, aber machen wir trotzdem mal, hätte ich gesagt. Chassis ist dann zu teuer. Das eine ist ja noch in Entwicklung. Dann würde ich halt mal sagen, wir machen auf jeden Fall die Treibstoffeffizienz. Oh, ist aber teuer. Können wir uns auch nicht leisten. Okay, dann never mind. Verbindung wäre natürlich auch mal nicht verkehrt. Ich meine, es kostet jetzt nicht so viel. Könnten wir eigentlich mitnehmen. Oder halt natürlich auch Leistung.
Schadet auch nicht. Dann machen wir das so. Und hier, das ist ja... Achso, das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Aber das kostet uns ja... Doch 45, aber das können wir gerade noch machen. Glück gehabt. Okay, gut. Glück gehabt. Gut, dann können wir ja direkt weitermachen, weil ich glaube, bei uns als Fahrer, Fahrerboni ist erst ab Stufe 15, wo wir die dritte Stufe machen können. Okay. Genau, hier müssen wir mal gucken. Trainingsteil wieder quasi, weil die Einseits mittlerweile sogar weniger abgenutzt sind als die Zweier, sehe ich gerade. Ist ja auch lustig. Können wir fast die Zweier als Trainingsteil jetzt nutzen. Hier ist es... Ja, fürs Training können wir das dann nehmen. Versuchen mal so lang wie möglich ohne Zusatzteile. Irgendwann müssen wir aber, denke ich, gegen Ende der Saison, weil die Strapazierfähigkeit einfach zu hoch ist. So. Machen wir das einfach mal. Ja, okay, I see. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter in der Zeit. Okay, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Die Presse fragt, wen du als deinen Rivalen betrachtest. Wir brauchen deine Meinung. Oh, ist der Rivale schon vorbei? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, jetzt haben wir natürlich ein Problem, weil ja, es ist im Prinzip genau das gleiche Spiel, wie wir schon mal hatten in der ersten Saison. Das sind halt nicht meine Rivalen. Also klar, ich kann die jetzt wählen, dann habe ich es halt, aber die werde ich halt niemals schlagen können. Und deswegen, ich mache jetzt mal keinen Kommentar in der Hoffnung, ich kriege vielleicht doch nochmal eine andere Auswahl. Aber ich meine, gut, mit Ocon hatten wir ja hier und da mal das Techtelmechtel, aber eher durch die Strategie und so weiter. Also, naja, kein Kommentar. Tut mir leid. Hey, ich soll dir ausrichten, dass die Abteilung sich für die Hilfe bedankt. Weiter im Text. So, ich mache mal kurz Pause, weil wir haben jetzt gut Geld bekommen. Im Prinzip wäre es aber Sinn, auch die Ressourcenerzeugung zu pushen, aber die kostet 3 Millionen, die haben wir knapp jetzt nicht. Ne, dass wir da halt einfach auch mal auf lange Sicht ein bisschen was dazu bekommen. Hier können wir jetzt erstmal ja nichts machen, Herstellung. Da wäre halt bei Triebwerk vielleicht mal sinnvoll, irgendwie die Bauzeit zu beschleunigen oder halt eben auch die simultanen Updates. Alles gar nicht so einfach. Es ist, also man braucht schon viel Geld am Anfang irgendwo. Das ist schon nicht einfach, da rauszukommen. Natürlich ist sowas auch nicht verkehrt, ziemlich am Anfang zu machen. Die Anerkennung schneller erhöhen, weil mit höherer Anerkennung gibt es auch mehr Geld auf lange Sicht gesehen. Das ist nicht schlecht. Boah, ich glaube, ich spare das Geld und dann überlegen wir nächstes Mal, was wir sinnvoll ausgeben sogar. Hätte ich jetzt gesagt. Nochmal das so machen. Deswegen, ja, weiter im Text. Ja, und da geht natürlich was schief, war ja klar. Geht ja nicht anders, können wir das direkt neu anstoßen? Oder ist es zu teuer? 630, ne, können wir nicht neu abstoßen. Das ist halt das Bittere, dass halt so viel auch immer schief geht, ne? Und ihr seht, es sind jetzt einige Sachen durchgegangen sogar und wir sind halt trotzdem jetzt hinter Aston Martin zurückgefallen. Das ist halt echt hart, ey. Also, ich meine, das ist eng, ne? Schaut euch das an, das ist super eng. Im Vergleich, ne? Also Haas, Alfa Romeo, Aston Martin, Via. Das ist quasi eine Stufe. Aber wir sind trotzdem nominell als schlechteres Team aufgeführt. Das ist schon irgendwie schade. Also, naja, gut. Wir müssen das Beste draus machen. Jetzt haben wir erstmal nochmal Pirelli Hotlap. Für die, die es interessiert, können natürlich gerne dabei bleiben. Für alle anderen biete ich ja die Kapitel an. Ihr könnt natürlich direkt zum Qualifying bzw. zum Wetter springen. Ich habe mal geguckt, wir haben bei der ersten Saison die Drift-Sache gemacht, logischerweise, weil Drift macht echt Spaß tatsächlich. Deswegen ist diesmal Average Speed Zone dran und da fahren wir mit McLaren Artura. Gucken wir mal, wie das so läuft. Ja, Average Speed Zone finde ich fast mit eines der schwierigsten von diesen Pirelli Hot Laps, weil man muss halt eigentlich genau das Limit kennen und das muss ich jetzt erstmal rausfinden. Ich gebe mir natürlich wieder 3 Versuche, allerdings letztes Mal bei Silverstone habe ich es auch nicht hinbekommen. Zwar knapp, aber ich habe es nicht hinbekommen. So, wir gucken mal, ob wir es diesmal schaffen. 135,59 im Schnitt müssen wir schaffen für Gold. 3 Versuche. Beziehungsweise, man hat ja eh 3 Versuche, so.
weit. Glück gehabt, weil ich glaube, beim Off-Track gilt der Versuch ja nicht. Kann ich ausbrechen? Danke. Ein bisschen zu passiv hier. Alter, ich bin ja übelst schlecht. Okay, krass. Okay, das ist krass. Also im Schnitt 5 km/h gefehlt. Das ist nicht einfach. Nochmal. Komm noch da rum. Hier bin ich halt zu langsam, zu passiv. Ja, also durch die Schikane muss ich mehr riskieren. Guck mal, wie knapp wir Silber verpasst haben. Ja, ich sage ja, Average Speed Zone ist echt schwierig, wenn du da das Limit von den Fahrzeugen nicht kennst. Und woher soll ich das so aus dem FF kennen? Perfekten Bremspunkt wissen. Ja, das ist so ein Off-Track. Ach komm, da gebe ich mir nochmal einen Versuch. Ich finde die Average Speed Zone sind echt fies. Komm nochmal. Das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen. Geht ja schnell. Jetzt bricht er aus. Das ist natürlich immer schlecht. Hat er ein massives Untersteuern. Puh, schwierig, ey. Echt schwierig. Aber wir haben schon mal Silber. So, wir machen jetzt noch die 2 Versuche. Gut, sind dann 6 Versuche, ich gebe es hier zu. Heute male ich mir die Welt, beziehungsweise fahre ich mir die Welt, wie sie mir gefällt. So. Spitz hier rein und das ist ein Off-Track wahrscheinlich. Ja, war klar. Okay. Letzter Versuch. Sonst nehmen wir halt nur Silber mit. Dann ist es halt so. Ist zu spät. Ja. Okay. Never mind. Dann ist es so. Dann ist es so. Naja, die Average Speed Zone, da musst du einfach perfekt wissen, unsere Gewinnspanne sieht gerade gut aus, wie das Fahrzeug funktioniert. Spielraum für mehr Investitionen. Gut, dann, ja, Reifenauswahl, das wurde immer noch nicht gepatcht, also da müssen wir leider wieder mit leben. Ob wir dann natürlich so einen Strategiestreich machen können, wie in unserer ersten Saison, weiß ich nicht, zumal auch unser Fahrzeug ein bisschen mehr Abrieb hat, als das eben zu jener Saison der Fall war. Aber ja, gucken wir einfach mal, so oder so, würde ich sagen, es geht jetzt zur Rennstrecke und wir schauen natürlich wieder erst einmal auf den Wetterbericht. Ja, schönstes Wetter am Ungaroring, kein Regen ist angekündigt und auch bei den Trainingssessions blieb es trocken. Nur ein paar Wölkchen sind hier und da mal aufgezogen und so wird es eben auch im Qualifying und im Rennen sein. Aber es bleibt schön und das heißt für mich natürlich, ich konnte beim Setup-Bau mich auf gleichbleibende Bedingungen einschießen. Und apropos Setup-Bau, da konnte ich mich ja so ein bisschen vom Setup aus der ersten Saison inspirieren lassen. Ich bin hier auch schon mal ein 100%-Rennen im Livestream gefahren. Und dann habe ich natürlich auch nochmal so ein bisschen geguckt, was so die Hotlapper für Setups gebaut haben. Und aus all diesen Setups konnte ich mich so ein bisschen inspirieren lassen, konnte ich ein bisschen aufbauen. Und am Schluss endlich ist dann dieses Setup rausgekommen, was ich finde sehr gut auf eine Runde ist, aber auch im Long Run eigentlich ganz gut funktionieren soll. Wir fahren vorne einen Ticken mehr Flügel als hinten. Das stellt sich hier einfach als wirklich super heraus. Wir werden allerdings beim mechanischen Grip bzw. bei der Mechanik, also Aufhängung etc., genau umgekehrtes tun. Wir versuchen dort eher die Front sehr zu stabilisieren und das Heck dann etwas, umgekehrt, das Heck zu stabilisieren und die Front ein bisschen steifer halt im Prinzip zu machen, damit eben das Fahrzeug bei schnelleren Kurven
über die Vorderachse rotiert und in langsameren Abschnitten eher stabil auf der Hinterachse bleibt. Insgesamt aber natürlich sehr viel Flügel. Könnte sein, dass wir im Vergleich zur Konkurrenz etwas langsamer auf der Gerade sind, aber dann Ungarn so oder so es schwer ist zu überholen, ist, denke ich mal, ein stabiles Fahrzeug und eine gute Kurvengeschwindigkeit hier auf jeden Fall der Schlüssel. Ansonsten gibt es groß, glaube ich, nicht viel zu sagen, außer genau das, was ich schon angekündigt habe. Hinten relativ weich, vorne ja mittlere Einstellung bis härtere Einstellung, einfach damit es vorne so ein bisschen ja nicht so rumzickt, nicht so viel Spiel hat. Hinten soll es aber entsprechend weich sein, damit man einfach die Power ein bisschen besser auf den Asphalt bekommen. Vorne wieder ein bisschen höher als hinten, generell ein bisschen höher, einfach weil wir in Ungarn doch hier und da ein paar Curbs haben, die wir attackieren müssen, sonst kommen wir einfach nicht schnell um den Kurs. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass dieses Setup auch sehr, sehr gut im Regen funktionieren würde, aber gut, Regen gibt's keinen, deswegen sei es drum. Es funktioniert auf jeden Fall im Trockenen. Ja, ansonsten, glaube ich, gibt's groß nicht viel dazu zu sagen. Sprit ist jetzt ja auch schon eingestellt. Wir können erstmal gucken, was die Konkurrenz so macht. Und ja, apropos Konkurrenz, da ist mir im Training direkt aufgefallen, Moment mal, seit wann fährt Guan Yu Zhou für Aston Martin? Der hat nämlich getauscht mit Lance Stroll, der fährt nämlich jetzt bei Alfa Romeo. Also könnte ich davon ausgehen, da gab es wohl ein Vater-Sohn-Beef. Ja, für die, die vielleicht nicht in der Formel 1 so bewandert sind, Lawrence Stroll, der Vater von Lance Stroll, ist einer der Chefs von Aston Martin, also vom Formel 1-Team. Und deswegen spricht man dort ja auch gerne mal so vom ja, Vater-Sohn oder beziehungsweise vom Vater-Bonus beim Sohn, also bei Lance. Ja, da gab es wohl Streit, gehe ich mal davon aus. Sonst wäre wohl dieser Tausch jetzt nicht stattgefunden. Ich denke mal aber, das macht jetzt für uns nicht so einen großen Unterschied. Joe war jetzt im Alfa Romeo eigentlich immer jemand, den wir gut schlagen konnten. Stroll war jetzt auch nie so der Knaller, wenn ich das so sagen darf. Also ich denke mal, die nehmen sich jetzt in ihrer Stärke nichts und dementsprechend sind die Kräfteverhältnisse dahingehend gleich. Ich denke mal, viel entscheidender ist natürlich wieder, was Vettel macht im Aston Martin, denn der zeigt immer wieder mal wirklich krasse Ergebnisse und natürlich auch bei Williams zum Beispiel, was halt Alex Albon halt so macht. Ja, ansonsten, wir haben ja gesehen, alle Boliden relativ gleich auf, auch wenn wir jetzt aktuell das zweitschlechteste Fahrzeug haben, aber ja, das unterscheidet sich um einen Pixel, wo jetzt Aston Martin vorne ist. Also da müssen wir einfach mal gucken. Ansonsten kann man noch sagen, Ungaroring ist natürlich eine Strecke, die ich unbedingt im Rennkalender haben wollte. Ich weiß, viele mögen die Strecke selbst zum Fahren nicht so. Ist eine Strecke, die viele gerne rausstreichen. Ungaroring ist halt eine sehr technisch anspruchsvolle Strecke, aber sowas mag ich extrem. Und sie ist noch eine der klassischen Rennstrecken, nicht diese komplett modernen mit Auslaufzonen ohne Ende. Und sowas mag ich halt irgendwie. Ich meine, ich bin auch jemand, der halt Monaco mag und dieses auf den Punkt präzise durch den Kurs fahren. Und das ist halt bei Ungarn halt genauso wichtig und deswegen fahre ich hier super gerne. In der ersten Saison haben wir ja einen sehr geilen Strategiekniff gemacht. Ob der wieder gelingt, weiß ich nicht. Das werden wir dann erst am Renntag sehen. Dort war es ja so, dass wir statt Medium Hard oder Hard Medium sind wir dort Medium Soft gefahren. Allerdings das Fahrzeug der vergangenen Saison oder dieser ersten Saison, das ist ja, wie gesagt, ein Reboot, ist ja wieder eine erste Saison. Dort hatten wir halt ein Fahrzeug, was sehr, sehr zahm mit den Reifen umging. Das ist jetzt hier eher nicht mehr so. Aber wir gucken einfach mal, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, viel gerade los auf der Strecke, deswegen warten wir da gerade mal ein bisschen ab. Und ich glaube, ich würde vielleicht sogar riskieren, diesmal nur einmal rauszufahren. Aber wir gucken erstmal, was die Konkurrenz für Zeiten fährt. Okay. Das ist schon richtig stark von Vettel. 17,49. Also im Training war meine Bestzeit eine 17,7 im Qualifying-Simulation. Das ist schon stark, was er hier fährt. Also vielleicht sollte ich doch lieber zweimal raus. Weil überholen, ich wiederhole mich, ist hier schwierig. Das heißt, jede Startposition, die wir haben, ist schon mal sehr, sehr, sehr viel wert. Deswegen, ja, sollte ich vielleicht doch zweimal rausfahren. Sicher ist sicher. Auch wenn wir halt natürlich mit den Reifen hier immer noch diese Problematik hier haben, ne? Das ist ganz klar. Ja, wir können ja kurz mal gucken, was unser Teamkollege macht, weil jetzt aktuell ist mir zu viel los auf der Strecke. Ich war da noch kurz. So, da geht es jetzt erst los. Da können wir da mal ja, mitgucken.
An sich hat sich das Auto eigentlich sehr gut angefühlt in den Trainings. Aber naja, kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wie die Zeiten dann aussehen. Das werden wir jetzt dann gleich sehen im Vergleich. Wie gesagt, Trainingsbestzeit bei mir eine 1:17.7. Das würde jetzt aktuell wahrscheinlich nicht reichen. Also wir sollten schon eher mittlere bis sogar niedrige 17er-Zeiten wahrscheinlich anstreben, wenn wir ein außerordentlich gutes Ergebnis wollen. Ja, ob das gelingt, werden wir dann sehen. Interessant ist auch, dass eben Drugovic im Temporadar ziemlich schlecht abschneidet, was er auch irgendwie dafür spricht, dass unser Fahrzeug allgemein nicht so das Schnellste ist. So, und er fährt eine... Boah, das ist 1:17.9, das ist... Ja, zu wenig halt im Vergleich zur Konkurrenz, das ist klar. So, so langsam dürften aber die meisten dann jetzt reinfahren. Deswegen würde ich sagen, fahren wir mal raus und gucken, wo wir denn so stehen. Ja, könnt ihr vielleicht ganz kurz gucken, was Stroll jetzt gemacht hat im Alfa Romeo. 17.6 ist also trotzdem schlechter als Vettel. Also da hat sich jetzt nichts am Bild verändert. Gut, dann probieren wir mal unser Glück. Standing by. Ja, was die Motorteile betrifft, schöpfe ich jetzt auch nicht aus den besten Teilen, um das mal kurz zu zeigen hier. Also insbesondere der MGU-H und der Turbolader haben schon ein bisschen was mitgemacht die Saison. Aber ja, ich wollte jetzt halt keine kompletten neuen Teile verwenden. Ich glaube, das beste Teil ist halt gerade die Steuerelektronik, der Energiespeicher eben und das Getriebe. Die sind noch relativ frisch. Aber ich denke mal, es kommt jetzt hier nicht nur auf Power an oder sogar relativ wenig auf Power an in Ungarn. Deswegen sah ich mich da jetzt auch nicht genötigt, irgendwie ein Teil zu ordern oder auch eine Strafversetzung oder sowas zu riskieren. Ich denke mal, da können wir dann beim nächsten Rennen, wenn es dann nach Belgien zu Spa-Francorchamps geht, können wir da eher mal sowas vielleicht riskieren, weil es Überholen dort tendenziell einfacher ist. So, jetzt gucken wir mal, was wir hinkriegen. Hauptsache mal eine saubere Runde setzen, Gefühl fürs Fahrzeug und die Strecke bekommen. Die Bedingungen werden sich natürlich noch mal ein bisschen verändert haben im Vergleich zu Training 1, 2 und auch 3. So, ich gehe ja schon mal auf Hotlap und konzentriere mich. Strecke komplett frei für uns, das ist sehr schön. Versuche mal ein bisschen mehr Schwung in der letzten Kurve mitzunehmen. Let's go. Ja, die 17.5 haben wir auf jeden Fall schon mal geschafft. Okay, we've only got one lap of fuel remaining. Das passt soweit. Es würde aktuell gerade so reichen für Q2.
Aber ich denke mal, da werden alle noch mal ein bisschen nachlegen. Ich denke mal, einen kleineren Fehler habe ich auf jeden Fall in der drittletzten Kurve gemacht. In dieser 90 rechts. Da bin ich ein bisschen zu früh rein. Auf den inneren Curb gefahren. Ich glaube, da könnte man noch ein bisschen mehr Schwung sonst mitnehmen. Ja, ansonsten war es eine relativ cleane Runde. Ich glaube, ich müsste halt überall ein bisschen das Risiko erhöhen. Dann geht auch noch mal ein bisschen was. Aber ja, müssen wir mal gucken. Ich denke mal, ich nehme jetzt auch noch mal frische Reifen. Einfach, um die Chance zu haben, vielleicht ins Q2 zu kommen. Und im Q2 müssen wir dann halt natürlich mit angefahrenen Reifen fahren. Das ist klar. Weil mir jetzt auch gerade wieder einfällt, wir können ja gar nicht so eine Risikostrategie gehen wie in der Vorsaison, wenn ich jetzt nochmal einen Softreifen verwende, ne? Puh. Das ist halt echt blöd mit diesem Reifenwechsel-Bug hier in dieser ersten Saison. Weil es nimmt uns jetzt schon taktisch schon ein bisschen was weg. Naja, wir fahren jetzt erstmal rein, dann gucken wir mal. Weil wenn wir die Taktik machen wollen mit Medium Soft, keine Ahnung, ob die halt wie gesagt auch funktioniert. Das sehen wir dann erst leider am Renntag, weil dort sehen wir erst die... Den Abrieb, der uns so hoch gerechnet wird. Ja, funktioniert nur, wenn wir natürlich einen frischen Soft haben. Deswegen das jetzt das Problem. Gucken ganz kurz mal. Also zeitentechnisch ist es halt zu knapp. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass die drei hier auf jeden Fall nochmal vor uns rutschen. Vielleicht sogar auch noch Joe. Und Reifen. Naja, das ist der Q3-Reifen. Der ist weg. Also wir haben hier halt keinen frischen Reifen, keinen frischen Soft fürs Rennen. Sprich, wenn wir einen Soft wollen fürs Rennen, dann müssen wir den sparen. Das ist echt blöd. Ich meine, es wäre jetzt ärgerlich, wenn die Taktik dann gar nicht geht. Dann versaue ich es mir jetzt vielleicht. Aber andererseits, wenn sie geht, würde ich das gerne so machen. Wieder diese Risikotaktik, weil die sich letztes Mal echt gut ausbezahlt hat. Aber ich muss nochmal rausfahren. Problem ist, wenn ich dann ins Q2 komme, dann kann ich im Q2 eigentlich nicht fahren. Ja, ich riskiere es nochmal. Ich fahre nochmal mit dem gleichen Reifen. Der natürlich jetzt schon angefahren ist. Heißt nicht so geil, aber eine andere Wahl sehe ich jetzt da gerade gar nicht. Ja gut, wir lassen die Zeit mal ein bisschen vorlaufen, bis die ersten hier rausfahren. Und dann fahren wir. Gleich vielleicht bei 2 Minuten Rest oder so ungefähr. Gehen wir dann auch nochmal raus. Beziehungsweise jetzt. Okay, guys, everyone be aware, the car's ready to go. Schauen wir mal. Ich meine, müssen wir nicht drüber reden, es ist auf jeden Fall ein Handicap, dass wir das mit den Reifen nicht ändern können, weil die KI kann das ja. Ab der zweiten Saison sollten wir es ja dann auch können. Die haben das ja extra so reinprogrammiert, dass man es eben kann. Ab der folgenden Saison, aber die haben halt vergessen, dass in dieser ersten Saison man vielleicht andere Startreifen gerne haben möchte. Und bis jetzt haben sie es halt leider noch nicht gefixt. Ja, ansonsten ist natürlich hier früh Schluss. Hat mir natürlich eigentlich schon so ein bisschen Hoffnung gemacht, dass ich vielleicht in Ungarn, weil das eigentlich ein Pflaster ist, was mir gut liegt, ins Q2 komme. Gerade weil die Konkurrenz mehr oder weniger so gleich auf ist, aber ja, die sind extrem stark. Überraschenderweise hätte ich nicht damit gerechnet, dass die so Zeiten auf einmal rausballern. Ja,
Jetzt gucken wir mal, ob wir mit den angefahrenen Reifen trotzdem nochmal eine bessere Zeit hinbekommen. Wäre schon nice. Nope, mehr oder weniger die Zeit nochmal bestätigt. Der Quersteher natürlich aus der Schikane raus war der Killer. Ich glaube, wäre der nicht gewesen, wäre vielleicht ein Zehntel oder so nochmal drin gewesen. Aber ich glaube, dieses Zehntel hätte dann auch nicht den Unterschied gemacht. Schätze ich mal. Nee, also die haben alle jetzt nochmal zulegen können. Ja, vielleicht mit frischen Reifen, aber weiß man nicht, ne? Weiß man nicht und... ich habe jetzt lieber die taktische Komponente im Rennen, bin ich ganz ehrlich. Klar, vielleicht funktioniert es nicht. Ich finde es halt wieder krass, was Alex macht, was der aus dem Williams jedes Mal rauskitzelt. Das ist unglaublich stark. Haben auch manche schon gemeint, verzichte doch auf Hülkenberg, hol dir doch Alex. Aber ich glaube, wenn ich so ein Monster im Team habe, dann habe ich ja gar keine Chance. Ey, der ist viel zu stark gemacht irgendwie im Spiel. Also könnt ihr erzählen, was ihr wollt. Der ist einfach so komplett OP. Warum auch immer. Weil das ist... was der aus dem Williams rauskitzelt, der macht ja jedes Mal alle anderen nass. Also ist schon ein bisschen übertrieben. Also Alex ist stark, aber so verrückt stark. Ist wie Gasly im letzten Teil. In F1 2021 war Gasly einfach komplett OP. Warum auch immer. In dem Teil ist nicht mehr ganz so krass, aber... naja, sei es drum. Ja, damit ist früher aus, leider. Nur P19. Vielleicht hat aber ja der ein oder andere noch eine Strafversetzung, weil sie eben vielleicht auf neue Teile gegangen sind. Das könnte vielleicht auch ein Grund sein, warum sie dann hier doch überraschenderweise diese paar Zehntel schneller sind, was, womit ich nicht gerechnet hätte, dass die halt vielleicht auf frische Teile gegangen sind und ich halt eben noch nicht. Und ja, vielleicht gibt es eben, wie gesagt, die ein oder andere Strafversetzung. So oder so bin ich jetzt natürlich schon leider wieder raus. Ich hoffe trotzdem, die Folge hat dir Spaß gemacht und die Vorfreude fürs Rennen, für den großen Preis von Ungarn hier auf dem Ungaroring ist da. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn du dann auch wieder einschaltest. Ich sage tschüss an dieser Stelle und bis dann. Ciao!